Hallo Leute, schön, dass ihr wieder zuschaut. In meinem allerersten Kochvideo vor ein paar Monaten habe ich ja Ramen gekocht und habe euch da mitgenommen. Und ich dachte mir, das, was ich heute vorhabe, ist vielleicht auch was, was euch eventuell interessieren könnte. Und deshalb, ja, gibt's hier ein neues Kochvideo. Mal schauen, ob es diesmal besser läuft. Ich habe mir nämlich das Buch von Malwanne bestellt, das Wie schmeckt's? Man kennt ja die Serie von ihr und ich finde es immer richtig geil, was sie da für Sachen macht. Ich habe ehrlich gesagt noch nie was nachgekocht und dachte mir, jetzt ist eigentlich die allerbeste Gelegenheit dafür. Ich habe noch nicht reingeschaut, was da so für Rezepte drin sind. Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Und dann suche ich mir gleich ein Rezept aus, das ich dann direkt nachkoche. Und dann bin ich sehr geschmeckt. Tant. Gespannt, wie es schmeckt. Also, mal schauen. Ja, was hier? Hier haben wir schon direkt so einen schönen Sticker von ihr. Es tut mir wirklich richtig leid, Malwanne, aber ich muss den wegmachen, weil ich möchte keine Gesichter von Menschen auf einem Kochbuch haben. Das finde ich irgendwie befremdlich. Sieht echt mega schön aus. Also, ich mag auch voll diesen Glanzlack, der hier vorne ist. Schauen wir mal rein. Das ganze Buch ist halt so aufgeteilt, dass da verschiedene Themenbereiche sind. Also auch wie halt in ihren Wie schmeckt's Videos gibt es so Sachen aus Kinofilmen, aus Serien, Anime, Zeichentrick. Und das ist halt ganz geil. Das ist eigentlich so das perfekte Buch für jeden Nerd. Ich habe das von einer Freundin geschenkt bekommen. Gefällt mir auch halt echt richtig gut von der Aufmachung, muss ich sagen. Also es ist irgendwie echt mega schön gemacht. Also wirklich richtig geil. Und es passt auch voll zu ihr. Also ich kenne sie nicht und ich bin auch noch nicht so lange Fan oder so jetzt von ihr. Aber ich habe immer das Gefühl, ich will, dass sie meine allerbeste Freundin ist. Warum auch immer, aber ich weiß nicht, es ist einfach mega sympathisch und das auf den ersten Blick kommt es halt in dem Buch halt auch so rüber. Also, hier, einmal Kinofilme. Ah, aus Herr der Ringe, das Lembasbrot. Okay. Ach, das ist ja auch süß. Hier, da sind auch so kurze Erklärungen dazu, was das ist. Oh, die Lasagne von Garfield. Ja, aber ich blätter jetzt mal hier so ein bisschen vor, weil ich will ja eigentlich in die Anime-Rubrik, weil ich nämlich etwas Anime-mäßiges nachkochen möchte. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, so. Also, hier sind wir. Es gibt den Krabbenburger aus SpongeBob SquarePants. Ich werde verrückt. Mega gut. Zwieback aus Pocahontas. Die Curry Buns aus Black Butler. Ach, geil. Hier an der Seite steht auch, wann dieses Gericht vorkommt. Das finde ich auch voll gut. Hier, Staffel 1, Episode 15, Minute 8:30. Mensch. Omelette aus Food Wars. Geiler Reisbrei aus Mulan, ey. Ich feiere das gerade so doll. Ich habe mir ja wirklich noch nicht alle von ihren Videos angeschaut. Bestimmt sind auch ein paar aus dem Buch, also ein paar Rezepte aus dem Buch, auch auf ihrem Kanal. Aber also bisher habe ich nichts gesehen, was ich schon kannte. Und das feiere ich gerade richtig doll. Asna Sandwich aus Sword Art Online. Mache ich das vielleicht? Klingt richtig. Das sieht vor allem richtig geil aus. Ne, hier ist sogar die Erdbeertorte aus Death Note drin, die L ist. Aber wenn ich jetzt eine Torte mache, ist halt schon heftig. Ich weiß nicht. Ich muss mich gleich noch entscheiden, was ich mache. Ich bin ja noch nicht mit dem... Oh, das sind sogar zwei Seiten, also... Eieiei. Ja, und hier geht es dann halt weiter so mit den Serien. So irgendwie so ein bisschen alles mit dabei. Der Milkshake aus Riverdale. Jawohl, mega gut. Habe ich aber, glaube ich, auch schon mal im Video gesehen. Fails. Okay, da ist natürlich interessant zu wissen, ob die einfach nicht funktioniert haben. Oder, also, warum sind sie sonst in dem Buch? Das frage ich mich. Ja, also hier auch noch so ein paar Partysachen. Naja, also, so, ich überlege mir jetzt, was ich nachkoche. Ich möchte ganz gerne nicht mehr sowas Aufwendiges wie die Ramen-Nudeln, die Ramensuppe. Die habe ich echt ein bisschen unterschätzt und ich habe keine Lust, dass es nochmal passiert. Deshalb suche ich mir jetzt was aus, was vielleicht nicht ganz so schief gehen kann. Aber auf jeden Fall was aus einem Anime. Also ich nehme jetzt nichts aus irgendeinem Disney-Film oder so. Ich will auf jeden Fall was aus einem Anime nachkochen. Ah, ich bin halt schon... Na, ich
bin halt schon nicht so ganz abgeneigt von dieser Death Note-Torte. Aber es ist halt eine krasse Torte und es hat hier gerade 45 Grad. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt kochen möchte, backen möchte. Ah, weiß nicht. Vielleicht von anders. Sie sieht aber schon ziemlich geil aus. Ja, und dieses Omelette aus Food Wars, das... Ich bin halt nicht so der Food Wars-Fan. Also das Omelette ist bestimmt ganz geil, aber ich mag halt Food Wars einfach nicht. Deshalb lasse ich das jetzt, glaube ich. Wisst ihr, was ich mache? Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich mache das Sandwich von Asna aus Sword Art Online. Das sieht richtig lecker aus und habe ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen Bock drauf. Ich mag auch Sword Art Online total gern. Ich weiß, ich kenne sogar die Szene, in der die das essen oder in der das halt auftaucht. Da muss ich jetzt ja erstmal einkaufen. Was braucht man denn alles dafür? 200 Gramm Schweinesteak habe ich nicht hier, muss ich einkaufen. Teriyaki-Soße habe ich nicht hier, muss ich einkaufen. Sojasauce habe ich. Olivenöl habe ich. Cayennepfeffer mag ich nicht. Chiliflocken habe ich. Eier habe ich. Sahne, Öl, Ciabatta? Nein. Sriracha Mayo Soße? Ah, hier steht's. Sriracha Mayo ist eine orangefarbene Creme in einer durchsichtigen Flasche, die eine fliegende Gans ziert. Ihr findet sie im Asiamarkt. Mal schauen, ob ich die finde. Was brauchen wir noch? Eine Handvoll frischen Blattspinat. Oh, keine Ahnung, wie Blattspinat aussieht. Ich weiß nicht, ob ich den finde. Essbare Blüten oder Salatmischung mit Blüten. Johannisbeeren zum Garnieren. Das klingt irgendwie wie eine weirde Mischung, aber ich vertraue darauf, dass es richtig lecker schmeckt. Es sieht auch einfach aus. Also es sind ja hier irgendwie nur so ein paar Schritte, die man da braucht. Gucken wir mal. Ja, dann würde ich sagen, geht's einmal zum Einkaufen und dann wird gekocht und gefuttert. In mir kommen auf jeden Fall Erinnerungen hoch von dem letzten Mal, als ich hier stand und euch Zutaten präsentiert habe. Ich hoffe, dass es dieses Mal besser läuft. Ich bin guter Dinge. Also, ich habe eingekauft. Einmal ein Ciabatta, dann Johannisbeeren, Fleisch, Salz, Pfeffer habe ich. Dann habe ich hier noch Sojasauce, dann diese Sriracha Mayo Soße. Ich bin mega glücklich, dass ich die auch gefunden habe. Ich wusste nicht, dass es die hier gibt zu kaufen, aber ja. Teriyaki Soße, Chiliflocken, Milch, Olivenöl, Spinat, Eier. Und das war's. Und so soll es dann später aussehen. Ich werde es nicht später in eine Wiese legen und so schön drapieren. Da muss ich euch enttäuschen, aber ich bin sehr gespannt. Es wird bestimmt trotzdem cool aussehen. Naja, also Step 1 ist Fleisch marinieren. Damit fange ich jetzt direkt mal an. So, jetzt brauche ich einmal die Teriyaki-Soße und die Sojasauce und Olivenöl. Ich habe Teriyaki-Soße mit Sesam genommen und hier klebt eigentlich der ganze Sesam am Deckel. Geil. Ich glaube, ich schüttel das vielleicht nochmal besser. Und Olivenöl. So, und dann noch ein paar Chili-Floggies dazu. Jetzt haben wir hier das gemacht. Das werde ich jetzt nochmal schütteln. Ja, sieht gut aus. Und das Ganze muss jetzt eine Stunde in den Kühlschrank. Es geht weiter. Und zwar muss ich jetzt einmal die Eier mit der Milch verquillen. Und dann wird daraus ein Omelett gemacht. Keine Angst, der hält es noch nicht an, da wird dann später das Fleisch drin gebraten. Aber das muss ja noch marinieren im Kühlschrank. Deshalb mache ich jetzt einfach mal mit dem Ei weiter. Also manchmal sehen Hände auch echt einfach seltsam aus. Ich weiß schon, warum ich da immer Probleme habe, die zu zeichnen. Hände sind einfach scheiße. Das ist schön verquillt, würde ich sagen. Jetzt muss ich einmal warten, bis die Pfanne warm ist und dann kommt das da rein und dann muss es ganz langsam stocken, dass wir dann so ein Omelett haben.
Das sieht doch wieder köstlich aus. Ich hätte mir doch noch ein bisschen Zeit lassen müssen mit dem Aufwärmen. Jetzt irgendwie stockt jetzt hier oben das Öl, keine Ahnung. Mal schauen. Ich pack meinen Deckel drauf, dann wird das vielleicht oben schneller durch. Ah, sehr gut. Es ist fertig, das heißt, ich kann es einmal umklappen. Leichter gesagt als getan. Yay! Tada! So sieht's aus. Wundervoll. So, das muss jetzt beiseite gestellt werden, weil jetzt kommt nämlich das Fleisch. Ich habe hier schon vorgeheizt. Die ist auch schon sehr warm, die Pfanne. Es hieß, ich soll es scharf anbraten und dann abgedeckt stehen lassen. Das tue ich jetzt. Ich muss hier erstmal putzen. So, während das Fleisch jetzt noch fleißig vor sich hin brutzelt, habe ich hier schon mal das Baguette, also das Ciabatta. Und das belege ich jetzt. Zuerst muss diese Mayo da irgendwie drauf. Das hier sieht, wie eklig das hier rausgeflossen kommt. So, dann kommt hier der Blattspinat drauf. Ich versuche das jetzt auch ganz, ganz schön zu drapieren. Ich habe leider nicht so fancy YouTuber, Instagrammer Geschirr, aber bin ich ja auch nicht, also passt das ja. Dann kommt das Omelette drauf. Und ein paar Johannisbeeren. Okay, die kullern hier alle runter. Bleibt hier oben. Okay, die kullern alle runter. Das funktioniert ja toll. Und als letztes kommen die Steaks. Ich hoffe, dass die durch sind. Und dann klappt man das alles zu und dann ist das fertig. Tada! Das ist jetzt also Asnas Sandwich aus Sword Art Online. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Geil ausschauen tut's. Und es sieht fast so aus wie auf dem Bild hier. Aber nur fast. So, ich weiß nicht, warum ich mich immer fühle, als hätte ich Sport gemacht, wenn ich was zum Essen koche. Keine Ahnung. So sieht es aus. Ich finde, es sieht richtig geil aus. Und jetzt probiere ich mal, wie dieses Sandwich schmeckt. Das ist mega krass, da sind so viele Geschmäcker in diesem Mund gerade. Man hat so die süßliche von den Johannisbeeren und dann noch das scharfe von dieser Mayo. Das kommt aber erst, wenn man so ein bisschen gekaut hat. Also ich finde es voll interessant, es ist jetzt nicht mega die Geschmacksexplosion, aber ich finde es trotzdem echt ziemlich geil und kann mir vorstellen, dass ich es nochmal mache. Und jetzt lasse ich es mir schmecken. Itadakimasu! Ja, wunderbar. Alles hat diesmal geklappt. Das Essen war richtig lecker. Also ich muss sagen, das Buch ist richtig, richtig, richtig gut beschrieben. Schön übersichtlich, einfach erklärt, sodass es jeder checkt. Also ich weiß natürlich nicht, wie es bei komplizierteren Gerichten ist. Ich schätze mal, da wird es ähnlich beschrieben sein. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen da ausprobieren. Man merkt einfach auch in diesem Buch, da steckt mega viel Herzblut drin. Und ich glaube, sie hat sich auch die Rezepte selber so zusammengesucht und hat selber geguckt, wie die Rezepte ja sein könnten, müssten und hat es dann so ein bisschen ausprobiert und ja, sowas finde ich einfach total cool und sowas mag ich auch unterstützen. Und ja, falls ihr das auch möchtet, ich verlinke euch mal Vannes YouTube-Kanal. Ich mag sie einfach total gern, also falls ihr sie noch nicht kennt, ich denke mal, die meisten von euch werden sie wahrscheinlich kennen. Und ja, ich danke euch wie immer, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Matane!